liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im 9. Türchen meines Jahres-Highlights-Adventskalender. Heute mit Time to Love von Beth O'Leary. Und ja, dieses Buch habt ihr in diesem Jahr bestimmt sehr, sehr häufig auf BookTube gesehen. Und im letzten Jahr war es Love to Share, wo wir ja doch uns alle gegenseitig angefixt haben und Beth O'Leary sozusagen, ja, schwupps in der BookTube-Welt unterwegs war und uns begeistert hat. Auch mit Time to Love konnte mich Beth O'Leary in diesem Jahr begeistern. Auch dieses Buch habe ich ursprünglich als Hörbuch gehört, was sehr schön war, denn wir haben hier zwei Perspektiven, eine Enkelin und eine Oma, und auch die wurden anders vertont, was ich immer toll finde, was ich immer schön finde und es auch besonderen Spaß gemacht hat. Bei Time to Love haben wir eine Enkelin aus London, die Workaholic ist, die jetzt auf einmal ja in den Urlaub geschickt wird, und wir treffen auf ihre Oma, die ein bisschen ländlicher wohnt, die irgendwie so ein bisschen in der Dating-Flaute ist, die so recht keinen Mann in ihrer Umgebung findet, wo sie sagt, da möchte sie sich irgendwie nochmal einen schönen Lebensabend mitmachen, und als die Enkelin dann eben ankommt, total erschöpft, tauschen beide einfach ihre Wohnungen. Die Enkelin bleibt in der Wohnung, im Haus der Oma, ist dann auch näher bei ihrer Mutter, und die Oma macht das Londoner Nachtleben unsicher. Und was da beide erleben, war einfach großartig erzählt. Es war sehr emotional, es war sehr erfrischend, es war humorvoll, man konnte schmunzeln, man konnte kichern, man konnte lachen. Es war so, so schön, als die beiden die Leben getauscht haben und man einfach merkt, wie wohl sie sich irgendwann im Leben der anderen gefühlt haben, was da passiert, wie Generationsunterschiede irgendwie funktionieren, was eben auch jeder Einzelne in seinem eigenen, in seiner eigenen Bubble sozusagen wirklich ausrichtet, wie wichtig eine Oma war, wie die Enkelin versucht, da im Grunde hineinzuwachsen, beziehungsweise das eigentlich auch gar nicht kann, wie wir hier auch eine Art Trauerbewältigung haben und ja, alles so zusammenkommt mit der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn, mit einem ganzen Städtchen, wo die Enkelin auf einmal ist. Und natürlich erleben wir hier eine ältere Frau, die sagt, das Leben ist noch überhaupt nicht vorbei. Nein, ich möchte mich nochmal verlieben. Ich möchte in dieser großen Dating-Welt in London nochmal mein Glück versuchen. Und das ist so wunderbar. Es fühlt sich so authentisch an, so echt an, so ehrlich an. Und es hat so großen Spaß gemacht, diese Geschichten zu lesen. Geschichten im Sinne von der Enkelin und der Oma. Und natürlich auch das Zusammenspiel der beiden. Und es war wirklich herzerwärmend und es war einfach an mancher Stelle auch richtig, richtig lustig. Und man konnte sich da einfühlen. Und Beth O'Leary hat die Kunst, finde ich, die kann unglaublich gut Menschen und Charaktere beschreiben und sie kann Situationen ganz toll rüberbringen, sehr bildhaft. Sie schafft es, dass Dialoge sich echt anfühlen, dass Dialoge so aus dem Leben gegriffen sind, als würde man daran einfach teilhaben, und das hat besonders auch als Hörbuch großen, großen Spaß gemacht und man hat förmlich ständig daran gehört und man konnte es gar nicht mehr weglegen und man wollte unbedingt wissen, wie es den beiden denn dann geht, wie das ausgeht, welche Richtungen das geht, ob wir unsere Workaholikerin, die so ein bisschen noch andere Probleme hat, ob sie es schafft, aus diesem Struggle herauszukommen, und natürlich auch die Oma, ob sie nochmal irgendwie jemand Nettes findet, mit dem sie, ja, den Leben Abend verbringen kann, und es war einfach schön. Man kann es manchmal gar nicht anders beschreiben, als so einfach, dass etwas einfach schön ist, und es hat mir unglaublich gut gefallen, und auch wie ich jetzt hier wieder gesucht habe nach den Highlights, war eigentlich recht schnell klar, dass auch Time to Love mit dabei sein muss, was sogar für mich eine Spur besser war als Love to Share, weil ich die beiden Charaktere, so unterschiedlich sie waren, so nah ist man beiden gekommen, und auch das hat Beth O'Leary ganz, ganz großartig hinbekommen, und mir hat auch besonders gefallen, dass eben beide Charaktere ihre eigene Stimme hatte, nicht nur im Hörbuch, sondern man hat auch im Stil gemerkt bei Beth O'Leary, ob sie jetzt eben die Gedanken und die Gespräche der Enkelin uns erzählt oder ob wir im Grunde die Oma waren, und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Das schaffen nur wenige Autoren, finde ich, aber immer besonders bei einem Perspektivwechsel, und hat natürlich auch im Zusammenspiel, wenn beide aufeinander getroffen sind und Gespräche geführt haben, wirklich ganz großen Spaß gemacht. Ein grandioses Buch, richtig, richtig toll, hat mir viel Freude gemacht, viel Spaß gemacht und hat mich mega gut unterhalten, und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das in diesem Jahr gelesen habe. Freue mich auch schon auf das nächste Buch von Beth O'Leary im nächsten Jahr. Da geht es dann irgendwie um den Roadtrip. Auch darauf bin ich mega, mega gespannt und kann das Buch nur absolut empfehlen. Und das war es jetzt auch schon, das 9. Türchen. Ich hoffe, ihr hattet Freude damit. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen 9. Dezember. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.